Sich zu verlaufen oder die Orientierung in einer unbekannten Gegend zu verlieren, ist für viele Menschen der absolute Albtraum. Lass uns einen Blick auf Menschen werfen, die Wochen oder sogar Monate in der Wildnis überlebten. Nummer 7. Jossi Ginsberg. Jossi Ginsberg träumte davon, in Henri Charriers Fußstapfen zu treten, denn er schrieb ein Buch, in welchem der Autor seine Erfahrungen als entkommener Sträfling schildert. Ginsberg hoffte, Henris Unterstützung zu bekommen, um dieses Ziel zu erreichen. Und so arbeitete er in verschiedenen Jobs, um für eine Entdeckungsreise nach Südamerika zu gehen. An dem Zeitpunkt, an dem er genügend Geld dafür hatte, zivilisierten sich die Stämme, in denen er interessiert war, bereits. Ginsberg entschied sich dann dazu, von Venezuela in die Schweiz zu wandern. Und so traf er den Lehrer Markus Stamm und sie reisten gemeinsam. Die beiden trafen dann auf Karl Ruprechter, welcher behauptete, ein Geologe zu sein, der den Amazonas erforschen wollte, um Gold und den einheimischen Takana-Stamm zu finden. Kevin Gale, ein amerikanischer Fotograf, begleitete sie. Sie folgten einer Karte, die von Ruprechter hergestellt wurde, nahmen Nahrungsmittel und andere Notwendigkeiten mit sich auf den Weg. Und dann hatten sie schon bald keine dieser Vorräte mehr. Und so mussten sie Affen essen und sie wurden immer schwächer. Nachdem sie bereits schon seit einigen Tagen im Regenwald herumrannten, fanden sie erst heraus, dass Ruprechter gelogen hatte. Er war eigentlich ein österreichischer Krimineller, der nach Gold für sich selbst suchte. Und er war keineswegs ein Geologe. Diese Lüge brachte sie dazu, deren Wege zu teilen. Und Gale und Ginsberg gingen ihren eigenen Weg, nachdem sie ein Floß bauten, mit dem sie den Tuichi-Fluss entlang trieben. Ruprechter konnte nicht schwimmen und entschied sich so, zu Fuß weiterzugehen, um das Dorf Takana zu finden. Als sich das Floß einem Wasserfall näherte, verloren Ginsberg und Gale die Kontrolle darüber und teilten sich auf. Gale schaffte es an Land, aber Ginsberg verbrachte 4 Tage damit, den Fluss hinaufzulaufen, um Gale zu finden, als er realisierte, dass er gestrandet war. Er wurde nach 5 Tagen von einheimischen Fischern gerettet und Ruprechter und Stamm wurden nie mehr wieder gefunden. Er überlebte einzig und allein von der Natur und starb fast an roten Ameisenbissen, Raubtieren und einer Flut. Er hörte einen Motor und so fand er auch Gale und die Einheimischen, die sich auf eine Rettungsaktion begaben. 3 Wochen nachdem er zum ersten Mal vermisst wurde, wurde er gefunden und dann verbrachte er fast 3 Monate in einem Krankenhaus, um sich zu erholen. Im Jahr 2014 wurde seine Geschichte verfilmt. Nummer 6. Ricky McGee. Ricky McGee wurde im Jahr 2006 von Farmarbeitern entdeckt. Die sahen, wie er sich in einem Unterschlupf versteckte, bei dem es sich um eine Art Hütte handelte und sich im nördlichen Teil Australiens in der Nähe der Tanami-Wüste befand. Er war knochendürr und überlebte, weil er Egel, Grashüpfer und in der Sonne gekochte Frösche aß. Es gab so einige Berichte darüber, wie er dort landete, wo er war. Eine dieser Geschichten erzählt, dass er unter Drogen gesetzt wurde und dann von einem Anhalter abgesetzt wurde. Eine weitere Geschichte besagt, dass er mit seinem Auto eine Panne hatte. Die ersten Geschichten erzählten, dass er 10 Tage lang herumlief, bis er dort ankam, wo er gefunden wurde. Er lebte dort für knapp 10 Wochen. Es wurde später im Jahr 2009 berichtet, dass er ganze 71 Tage dort überlebte, nachdem er beraubt wurde und an anderen Orten nicht aufgenommen wurde. Dann schrieb er ein Buch über seine Erfahrung, welches er gemeinsam mit dem Journalisten Greg McLean schrieb. Diese Geschichte erzählte, dass er die Autobahn entlang fuhr, als er von 3 Männern gestoppt wurde, die sagten, dass sie kein Benzin mehr gehabt hätten. Er ließ einen ins Auto einsteigen und teilte sich ein Getränk mit ihm. Der Reisende gab dann scheinbar etwas in sein Getränk, was dazu führte, dass Maggie bewusstlos wurde. Als er dann den Mann auf der Rückseite des Wagens loswerden wollte, schlug dieser das Fenster ein und ging auf ihn los. Er fuhr dann in eine Schlucht und blieb dort stecken. Als er dann gefunden wurde, erzählte er der Polizei, was passiert ist. Aber sie glaubten ihm nicht. Aber 2 Ärzte, Dr. Lando Torres und Dr. David Welk, nachdem sie ihn wegen eines Traumas behandelten, glaubten ihm diese Geschichte. Nummer 5. Tammy Oldham Ashcroft. Im September 1983 nahmen Tammy und ihr Verlobter Richard Sharp einen Job an
um ein Segelboot von San Diego nach Tahiti zu bringen. Nach ungefähr 3 Wochen auf deren Reise kamen sie dem Hurricane Raymond, einem Sturm der Kategorie 4, entgegen. Und der Wind brachte das Boot dazu zu kentern. Ashcroft war für die ersten 27 Stunden unterm Deck des Schiffes bewusstlos und wachte auf, nur um herauszufinden, dass Sharp vermisst wurde. Sie trauerte um den Verlust ihres Verlobten, aber sie kämpfte immer noch um ihr eigenes Überleben, indem sie sich am Himmel orientierte. Und so fand sie ihren Weg nach Hawaii, unglaubliche 2500 Kilometer entfernt. Sie überlebte, indem sie sich ihr Essen einteilte. Diese Reise dauerte 41 Tage lang, bis sie dann das Ufer erreichte. Nummer 4. Stephen Callahan. Stephen Callahan war ein weiterer Segler, der auf hoher See in Schwierigkeiten geriet. Er segelte im Jahr 1981 von den Kanarischen Inseln auf etwas, das er selbst zusammenbaute. Nachdem er bereits schon 7 Tage unterwegs war, fuhr er in der Nacht in ein unbekanntes Objekt, was das Boot zum Sinken brachte. Später war er davon überzeugt, dass es sich bei dem Objekt um einen Wal handelte. Es war ihm möglich, aus dem Boot zu entkommen und in ein Rettungsboot zu steigen. Er stieg einige Male aus dem Rettungsboot aus, um eine Schlaftasche zu holen und ein Notfallpäckchen mit Essen, Navigationshilfen, einer Speerwaffe, Fackeln, Taschenlampen und Solardestillierapparate, um Trinkwasser herzustellen. Er aß Fische, die er fing, Krebse und Vögel und er trank Regenwasser, welches er schaffte zu fangen. Und am 21. April 1982 wurde er von Fischern nach 76 Tagen gerettet. Der Fischer fand ihn scheinbar, da Vögel um sein Floß flogen. Wegen seinem Überleben wurde er befragt, als der beliebte Film aus dem Jahr 2012 Life of Pi gefilmt wurde. Und er erstellte einige Dinge, die in dem Film zu sehen sind. Er schrieb genauso ein Buch, welches im Jahr 1986 veröffentlicht wurde und 36 Wochen auf der New York Times Bestsellerliste stand. Nummer 3. Lisa Terris. Lisa Terris verlief sich, als sie sich dazu entschied, von 2 Männern, mit denen sie im Jahr 2017 in Alabama zu tun hatte, davonzulaufen. Als diese sich dazu entschieden, in eine Jagdkabine einzubrechen. Sie wollte nicht Teil des Diebstahls sein, so ließ sie die beiden zurück und ging in die Wälder, wo sie dann auch nicht mehr herausfand. Die beiden Männer, Manly Davis und Randall Oswald, wurden zu den Hauptverdächtigen nach dem Verschwinden von Lisa Terris. Das dauerte einen ganzen Monat lang und sie überlebte, indem sie wilde Pilze und Beeren aß. Sie wurde dann entdeckt, als sie aus dem Wald kam und einen Sonnenbrand und Kratzer hatte und keine Schuhe trug. Es wurde auch berichtet, dass sie fast 22 Kilogramm verlor. Die Autofahrerin, die sie fand, sagte, dass sie etwas in dem Gebüsch sah und dass sie dachte, dass sie eine vermisste Person fand und rief so die Polizei an. Sie war abgemagert und hatte starke Schmerzen und ihr wurde auch Zeit gegeben, sich zu erholen, bevor sie die Fragen der Polizei beantworten musste. Nummer 2. Pavlina Pizzova. Pavlina überlebte einen ganzen Monat in der Wildnis im Jahr 2016, nachdem sie und ihr Verlobter Andre Petr einem Wanderweg in Neuseelands südlicher Insel folgten, um zu einer Hütte zu gelangen. Auf dem Weg fiel Petr einen Hang hinunter und blieb dann zwischen Steinen und Ästen stecken. Und Pizzova verletzte sich selbst, als sie versuchte, ihrem Verlobten zu helfen. Aber er starb schon bald an seinen Verletzungen und an dem Wetter. Pizzova berichtete, dass sie sich in den nächsten 24 Stunden um die Leiche kümmerte und dass sie sich selbst neben ihm zusammenrollte und hoffte, gerettet zu werden. Sie realisierte jedoch schon bald, dass keine Hilfe kommen würde. Und so ging sie durch den Tiefschnee ganze 2 Tage lang, bis sie die Hütte fand. Sie verbrachte ganze 5 Wochen dort und lebte von den Dingen, die sie dort fand und versuchte, Kontakt aufzunehmen. Und so wurde sie dann im September 2016 von einem Such- und Rettungsteam gefunden. Nummer 1. Madeline Connelly. Madeline Connelly überlebte eine Woche in der Wildnis nördlich von Montana im Jahr 2017. Sie wollte nur auf eine kurze Wanderung gehen und machte sich so ohne Essen und ohne Wasser auf den Weg mit ihrem Hund Mogi. Sie machte eine Pause, um für einige Stunden zu schwimmen. Und so verlief sie sich und wanderte tiefer und tiefer in die Wildnis, um einen Weg nach draußen zu finden.
In der Nacht kletterte sie, um Wasser an den kälteren Stellen zu finden, da sie dachte, dass es sich um bakterienfreies Wasser handelte. Sie verwendete diese und andere Tricks, die sie lernte, um als Wanderer zu überleben. Und eine Woche, nachdem sie sich auf den Weg machte, wurde sie gerettet. Sie befand sich nur knappe 5 Kilometer von dem Wanderweg entfernt. Wüsstest du, was du in einer solchen Situation verloren in der Wildnis tun würdest? Erzähl uns von deinen besten Survival-Tipps in den Kommentaren unten. Und bis zum nächsten Mal!